Wohin sollen wir ihm denn folgen? Da wären wir. Was zum... Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das essen? Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrend ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Auf den zweiten Blick ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Das zarte Fleisch meiner Freunde in Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. Seit wann isst du Menschenfleisch? Vor einigen Jahren waren wir mit einer Patrouille viele Tage in Xakor unterwegs. In einer der verschneiten Ruinen stießen wir auf eine Familie, die sich lange Zeit mit dem Konsum von Elex am Leben erhalten hatte. Unser Auftrag besagte, nach Ignadon vorzurücken, um den Konverter zu verstärken. Und so haben wir sie eliminiert und sind aufgebrochen. Aber Elex ist das höchste Gut. Es konnte nicht so einfach verschwendet werden. Wir konnten sie nicht zum Konverter tragen, also beschloss ich, zurückzukehren und sie mir einzuverleiben. Es war wie eine Erlösung für mich. Ist das der Grund dafür, dass die Alps dich verstoßen haben? Ich war mir darüber bewusst, dass sie es nicht verstehen würden. Also habe ich mein Geheimnis natürlich für mich behalten. Allerdings unterlag ich irgendwann der Versuchung, einen Soldaten der Patrouille zu kosten. Der Elex-Reichtum in seinem Körper war außerordentlich. Dieser Leichtsinn wurde mir zum Verhängnis. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider habe ich nur Verwendung für dein Herz. Die Bestie von Xakor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mal ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn ich dir ein Herz mit einer wesentlich höheren Elex-Konzentration besorgen würde? Interessant. Ich hätte nicht mit deinem Interesse an meinem Projekt gerechnet. Es wird allerdings nicht einfach sein, einen adäquaten Ersatz zu finden. Es wird doch eine Kreatur auf Magalan geben, die sich für dein Vorhaben eignet. Es gäbe da tatsächlich eine Kreatur, die sehr vielversprechend ist. Tja. Ich werde dir das Herz dieser Kreatur bringen. Was weißt du darüber? Es gibt Gerüchte über einen übermächtigen Zyklopen, der mit einigen niederen Mutanten im Südosten von Tavar auf Elex-Jagd sein soll. Falls die Geschichten wahr sind, ist er mit Sicherheit bis zur Schädeldecke mit Elex angereichert. Verstanden. Eine Sache noch. Ich verstehe deinen Drang. Daher solltest du dich auf das Wesentliche fokussieren. Freunde von Feinden zu unterscheiden wäre ein guter Anfang. Woher weiß ich, dass du mich nach dieser Nummer nicht einfach hinterrücks im Schlaf erstichst? Kannst du nicht wissen, aber wenn ich wollte, dass du stirbst, wärst du bereits tot. Die Bestie von Xakor gibt mir also eine zweite Chance. Manchmal kann einem das die Augen öffnen. Ich spreche aus Erfahrung. Seltsam. Ja, tatsächlich seltsam. Ich schaue jetzt mal lieber ab hier. Erstmal speichern.
So, wo soll denn das sein? Ah ja, da waren wir schon mal. Komm, wir versuchen's. Mehr zu versuchen, scheitern kann man nicht. So. Weniger. Jetzt holen wir uns da hinten das blöde Fickvieh. Hallo, hallo. Ich hab 'ne Idee. Ich greife an! Gibt auf. Alter, wie hab ich den jetzt abgeschossen? Krass. So. Jetzt genehmigen wir uns erstmal einen Mana-Trank. Und ein paar Heilpflanzen. Ich dürfte jetzt alles erledigt haben, was da mit ihm zusammen rumgespenstert ist, da mit dem Großen.
kämpfen. Der Blaster von dem, der ist mega, mega gut. So, wie sieht's aus mit Loot? Kriegen wir irgendwas? Gemessen oder an den Viechern gemessen, weil der Loot ist natürlich mal wieder so ein bisschen. Tja. Komm, wir flutschen mal zurück zu Arx und geben ihm das Herz. Vielleicht beruhigt der Kerl sich dann ein bisschen. Ist ja eigentlich ein guter Gefährte. Ich will ihn ja auch als dritten Mann da in dieses Lager einbringen. Hier hast du deine letzte Zutat. Eine Offenbarung. Das ist es. Das ist die Perfektion. Wie auch immer. Wegen deines Festmahls. Ja? Da du jetzt alle Zutaten beisammen hast, solltest du wissen, dass ich kein Interesse habe, daran teilzunehmen. Bist du sicher? Ja. Ich könnte dir zumindest ein Proviantpaket zusammenstellen. Na schön. Oh, das wirst du nicht bereuen. Du weißt ja, wo ich bin. Also, ich hab noch zu tun. Unangebracht. Das ist tatsächlich richtig. So, wir haben wieder 10 Punkte und wir haben einen Lernpunkt entsprechend. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Bring mir etwas bei. Sicher! Was können wir denn lernen? Aha. Einen zusätzlichen Attributspunkt mit jedem Levelaufstieg. Aber dafür brauche ich mehr Intelligenz. Das ist auch interessant hier.
schauen. Tiertrophäen. Der nächste Schritt, da brauche ich aber noch einen Lernpunkt für. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und Magie. Gerissenheit. Dann muss ich Gerissenheit erhöhen. Also, Arx hatten wir erledigt. Mal sehen, ob er uns noch was mitteilen kann hier zu seinen Steckbriefen. Nee, irgendwie noch nicht. Arx ist ein ehemaliger Alp. Doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Jetzt bereue ich es ja gerade so ein bisschen, dass ich Duras tatsächlich gerichtet habe, weil, naja, den hätten wir jetzt auch vermitteln können hier, ne? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. So. Also, das können wir erstmal vergessen. Und jetzt gucken wir mal, was Red zu sagen hat. Rein theoretisch müsste er ja jetzt was zu sagen haben. Ich habe mit Chloe gesprochen. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erst mal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Komm zur Sache. Alles klar. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen.